Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen LP auf meinem Kanal. Diesmal spielen wir Paradise Lost. Das Spiel kam im März auf Steam, ist auch in Deutsch. Danke an den Publisher, dass ich das spielen darf. Ich habe es auch schon länger, es tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Das Spiel kostet aktuell 8 Euro auf Steam, Normalpreis wäre 13. Ich denke mal, das ist auch im Angebot, weil das neue Spiel vom Publisher auch schon draußen ist. Ne? Auf Bird and Cage. Das werden wir als nächstes da machen. Ihr seht auch, ich habe schon mal kurz reingeguckt. Ich habe aber festgestellt, dass ich die falsche Aufnahmequalität anhatte. Ich habe auf 900p aufgenommen und ich wollte eigentlich auf 1080. Ist mir leider auch beim WoW-LP passiert. Naja, passiert. So, ich würde sagen, wir starten einmal rein. Es kann teilweise immer ein bisschen laut sein. Das Rauschen, was ihr gerade gehört, ist der Monitor, den ihr da seht. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Das alles vorlesen, das geht zu schnell. Sie sind nicht autorisiert. So. Kommt jetzt gleich nochmal eine Sequenz. So, ich würde sagen, wir stellen die stellen hier nochmal ein bisschen die Lautstärke ein. Umgebungslautstärke machen wir mal auf 7. Musik auch. Sounds. Dialoge lassen wir mal laut. So. Annehmen, zurück. Fortsetzen. Die Story ist die, wir sind ein junger Mann auf der Suche nach einem Mann, der uns mehr über uns und unsere Story erzählt. Wir sind halt hier, finden halt einen Bunker, ist ein Nazi-Bunker, und
in diesem Bunker, ihr habt ja gerade über den Computer gesehen, hat uns eine Frau kontaktiert. Und die suchen wir jetzt, um als sie zu fragen, ob sie den Mann kennt, den wir suchen. So, wir können uns auf jeden Fall bewegen. WASD. Haben wir eine Taschenlampe? Ah, wir haben einen. Watch, Senku. I'm scared of the dark too. This is how we fight it. See? And now Mommy's going to make it all warm and cozy, and you tidy up your toy store. Mama. It'll be warm in no time. Nobody likes when it's cold, right? Maybe when you're breathing strong, the winter will go away. What do you think? Yeah, that's what I thought. There's no way of knowing. We just have to take it day by day. Did I tell you how brave you are? Well, even if I did, I don't say it enough. You think I'm boring, hmm? But that's what being a mom is all about. Being boring. Time to sleep, little one. No matter how dark the night, the new day sun will rise. Pamięta o tym. Das ist auch der Teddy von ihm. Wir haben gerade mit dem Feuerzeug eine Erinnerung ausgelöst. Ja nun, jetzt gucke ich mal ganz kurz Einstellungen, ob wir... Grafik, das ist okay. Nee, hat Notiz, E. Rennen. Oh, Rennen. Renntaste ist immer. Okay, ich dachte, wir könnten vielleicht noch die Sprache einstellen. Nun gut. Ja, Wegpunkt gespeichert. Leider nicht viel zu gucken. Okay. Das ist eine Waffe. Können wir hier irgendwas aufheben? Interagieren. So, warte mal. Können wir das mit E lesen? Ah, 19. Mai 1960. Übrigens, wir erfahren auch die Geschichte des Bunkers. Ne? Wofür, was mit den Leuten passiert ist und, und. So, 19. Mai. Die Moral der Männer sinkt unaufhörlich. Unruhe macht sich unter ihnen breit. Ich vermute, dass sie gemerkt haben, dass selbst ihr Oberleutnant nicht mehr weiß, nicht mehr weiß als sie selbst. Unsere Mission behandeln wir mit höchster Geheimhaltung, aber wir sind die am besten ausgestattete Einheit in der gesamten deutschen Armee und doch bleibt uns unsere Bestimmung vorenthalten. Wir sitzen auf einem regelrechten Berg an Gewehren, Mörsern, Granaten, Raketengeschossen, Geigerzählern und anderen Technologien, die bisher noch nicht getestet wurden. Wir verfügen sogar über ein hochmodernes Kommunikationssystem. Dennoch warten wir weiterhin vergebens auf unseren Einsatzbefehl. Wann werden wir endlich wieder unseren Feind im Kampf gegenüberstehen? Okay. Hier sind Akten. Aufzug zur Kann man hier... Ich glaube, ich kann nur mit den Sachen interagieren, die auch... Okay. Einzelfahrzeuge halt. Waffen... Okay. Was haben wir hier?
Überwachungsbericht, 16. April, Ortsgesellschaft Krakau, Koordinaten Jörg Kessler. Ich wurde um 9.42 Uhr auf Ebene 0 positioniert, um Luke, den Nordeingang des Bunkers, zu überwachen. Bei meiner Ankunft am Bunkereingang war wie üblich nichts ungewöhnlich zu erkennen. Der Zugang war verschlossen, wie auch sonst waren keine Eindringlinge in Sicht. Damit beende ich meinen täglichen Bericht, den ohnehin niemals jemand lesen wird. Okay. Das sind die ganzen Packs dafür, ne? Maske. Ach, guck mal, Lilly Liebe. Komme ich da dran? Kann ich irgendwie zoomen? Nee, können wir nicht. Ja, da haben wir gerade was gesehen. Ich weiß nicht, ob wir das sehen dürfen. Das Poster. Da geht's noch tiefer. Hier waren wir ja gerade. So. Ja, dann müssen wir wohl tiefer, wa? Ich sehe nichts. Wir können. Oh, hier ist nichts. Warte mal, da ist der Türbogen. Irgendwie eine Karte. Okay, hier ist zu. Oder auch nicht. Da geht's. Ja, lass uns mal hier runter. Hier ist zugestellt. Aber da war eine aktive Lampe oder Kamera. Okay. Hätte ich da hinten krabbeln müssen? Das gerade mit dem Aufzug? Okay, geh hier. Wir müssen unten irgendwo lang. Irgendwie durchkrabbeln. Ah! Gar nichts, es ist runter. Achso, auswählen. Es ist nothing. It didn't sound like nothing. Well, are you going to bring me that rotor or not? It's broken. Why didn't you say so? Mom? Who's this? It's no one. Do you understand?
It's no one. Papa. Ich vermute ganz stark, dass der Vater ist, oder? So, wir sind da rausgekommen. So, hier wird gespeichert. Was sind wir denn hier? Angängig widerrufen. Die Elektronik funktioniert anscheinend sogar noch. Den Alarm irgendwie ausmachen? Sage, soll ich die jetzt bitte da drücken? Kann man den irgendwie ausmachen? Ah. Oh, der Fahrstuhl ist um. Wow. Guckt euch das an. Ja. Jetzt, da ist der Fahrstuhl. Ich bin halt ein Kind, ne? Alter, hier ist alles voll mit Stacheldraht, seht ihr das? Das ist jetzt 0-0 und ich habe 0-4. Das ist nicht richtig. Kind, du hättest dir wehtun können.
hier. Nee, gibt's nicht. Das ist Zeitung. Das ist ein Koffer. Ah, Zeitungs. Hier sind Zigaretten. Was haben wir denn da? Krakauer Beobachter. Oh, macht er nicht. Kann ich dich... Nee. Nimm doch mal. Ich dachte, man könnte es irgendwie drehen. 18. April. Guck mal, wie viele Koffer hier liegen. Ich glaube, die haben versucht, die abzuhauen. Ne? Ich glaube, das kann man auch super mit dem Controller spielen. So. Liebste Großmutter, du wirst nicht glauben, wer mit mir im Zug sitzt. Greta Müller, gerade noch hast du mir ihre Platten vorgespielt. Sie ist so elegant. Ich wünschte, ich könnte mit ihr sprechen, doch sie hat ihr eigenes Abteil und niemand darf dort hinein. Hier sitzt auch einer der Zeichner von der Zeitung, die du immer liest. Er hat sogar ein Bild des Führers für mich gemalt. Göring hingegen hat er etwas schlanker gezeichnet, als er eigentlich ist. Es ist eine Ehre, mit diesen talentierten Berühmtheiten in einem Zug sitzen zu dürfen. Es tut mir so leid, dass ich dir nicht Lebewohl sagen konnte. Sie kamen, als du fort warst und waren so ungeduldig und ungehobelt. Ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Doch zumindest versprachen sie mir, dir diesen Abschiedsbrief zukommen zu lassen. Ich hoffe, er wird dich erreichen. Liebe Adela. Ja, der hat dich wohl nicht erreicht. Der hat dich wohl nicht erreicht. Ja, in jungen Jahren schon schwierig, ne? Also wir können da und wir können da lang, aber lass uns erstmal... Ich glaube, das ist das Abteil... Oh, hier ist aber überall Alkohol. Alter. Habt ihr gesoffen hier, oder was? Die haben hier schon ein bisschen gefeiert, würde ich sagen. Hier ist aber auch alles durchgewühlt worden, ne? Was ist das? An alle Kolonisten. Es gilt die Anweisung, dass nur ein Gepäckstück pro Person in der Gesellschaft akzeptiert wird. Sämtliche weiteren persönlichen Besitztümer werden bei ihrer Ankunft entsorgt. Das Rasse- und Siedlungshauptamt, der... wird dafür Sorgen tragen, dass diese Regelungen eingehalten werden. Okay, ein Koffer pro Person. Da ist die Tasse. Ach so, wenn ich die Maus drehe, kann ich... Ist da was drin? Nee. Wenn ich die Maus bewege... Na dann lass es mal in den anderen Wagen. Ich kann auf der Decke nicht rumlaufen. Guck mal, alles durchgewühlt worden, ne? Alles durchwühlt worden. Ey, Kind, was bist du denn am Stampfen? Und? Huch. I'm leaving, do you hear me? And you're not going to stop me. I don't want to spend my whole life here.
Mama? Mama, are you okay? Mamushu? Okay, da ist Oma umgefallen. So, meine Lieben, ich würde aber fast sagen, gucken wir nochmal hier. Sehr geehrter Herr Bachhuber, ich wende mich an Sie mit einer Bitte um einen Gefallen. Ich weiß, dass es mir nicht länger zusteht, mich einzumischen, da nun sämtliche meiner weltlichen Besitztümer in Ihren Besitz übergangen sind. Doch ich hoffe, dass Sie mir trotz allem diesen letzten Gefallen erweisen können. Ich bin mir sicher, dass Sie zuallererst die Buche im Garten fällen werden. Dort hat eine Amselfamilie erst kürzlich ihr Nest gebaut. Bitte bringen Sie das Nest sicher an einen anderen Ort, bevor Sie den Baum fällen. PS, das nächste Mal sollte ich vorher daran denken, einen Zugfahrschein von jemandem zu kaufen, der mir zumindest ein wenig ähnlich sieht. Wir ähneln uns überhaupt nicht, ganz zu schweigen von der Fotografie im Reisepass. Leider Gottes waren Sie die einzige Person in ganz Bayern, der die Ehre zuteil wurde, einen solchen Fahrschein zu erhalten. Eieieiei. Ich ahne Böses, was die Ecke hier angeht. Na? Spiritus. Da sind Verbände. Wir müssen da runter. So, meine Lieben, ich würde aber sagen, bevor wir hier weitermachen, werden wir einmal Cut machen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiter auf der Suche sind. Also, bis dahin. Tschüss.